Bei der ersten Regierungssitzung heute wurde ein erster Beschluss gefasst. Sie haben ihn schon erwähnt. Das ist der Koalition auch sehr wichtig. Weniger Arbeitslosenbeiträge für kleinere Einkommen. Der Kanzler hat gesagt, unser Ziel ist, vor allem kleine Einkommensbezieher sollen mehr zum Leben haben. Wenn man sich das aber genauer anschaut, was da beschlossen worden ist, stellt sich heraus, rund 700.000 Arbeitnehmer mit den kleinsten Einkommen, nämlich bis 1.300 Euro und sämtliche Pensionisten, haben von dieser Maßnahme genau gar nichts. Sie zahlen nämlich keine Arbeitslosenversicherung. Wie ernst ist dann die Ansage zu nehmen, dass es vor allem um die kleinen Einkommen geht? Es ist so, dass Sie in der Einkommenskategorie von 1.348 bis 1.948 Euro pro Monat künftighin diese Maßnahmen schlagend werden soll. Und davon sollten bis zu 600.000 Menschen finanziell einen Vorteil haben. Das heißt, ein bisschen mehr Geld in ihrem Börsel. Genau, aber die 700.000 mit den kleinsten Einkommen haben nichts davon. Die 700.000 mit den kleinsten Einkommen zahlen keine Steuern. Und keine Arbeitslosenversicherung. Sie haben nichts davon. Das ist insofern nicht richtig, als der Abzug, der durch diese Maßnahme geplant ist, nämlich die 3% Arbeitslosenversicherung, die derzeit vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer entrichtet werden, eben im Fall der Arbeitnehmer gestaffelt reduziert wird, sodass dann zu dem Bruttoeinkommen eben ein gewisser Prozentsatz hinzukommt. Aber Dr. Lansky, die Arbeitnehmer, die nur bis 1.342 Euro verdienen, zahlen keine Arbeitslosenversicherung, die kann man nicht noch weiter reduzieren. Aber jene, die zwischen 1.300 ja, und 1.900... aber das sind nicht die mit den kleinsten Einkommen. Aber mit kleinen Einkommen. Aber die mit den kleinsten kriegen nichts. Die mit den kleinsten, wenn sie unter diese Schwelle von 1.348, aus dieser Maßnahme sind die nicht betroffen.